Hallo und herzlich willkommen zum ersten über die Fotos vom letzten Mittwoch Video des Jahres 2022. Vier Fotos sind letzten Mittwoch entstanden und eins davon habe ich ja wieder extra zur Diskussion gestellt. Kamen auch viele Anmerkungen von euch, vielen Dank dafür. Aber den Anfang mache ich mal mit den drei anderen Fotos und starten wir einfach direkt. Den Anfang macht das Foto hier, das ja eigentlich so ein bisschen eine Verlegenheitslösung ist. Vor Ort habe ich ja mir irgendwie was anderes vorgestellt, daraus machen zu können. Nämlich mit mehr Umgebung und nicht so einen engen Ausschnitt. Und ich muss aber gestehen, dass der enge Ausschnitt mir jetzt eigentlich gar nicht so schlecht gefällt. Es ist vom Bildaufbau her ganz gut gelungen, finde ich. Ich finde auch unten den Abschluss noch einigermaßen verkraftbar, auch wenn es schon fast ein bisschen eng ist. Farblich, ja, tiefe Sonne mit Nebel, das sieht einfach so aus. Das finde ich auch ganz nett, weil es irgendwie nicht bunt ist, aber schon Farbe hat. Was mir allerdings hier nicht so gut gefällt, und das habe ich ja auch im Video schon erwähnt, die Sonne hat einfach so ein bisschen das Problem, dass zu viele Bäume davor waren, im Hintergrund auch. Und einfach dieser hübsche Sonnenball, der ja entstehen kann, wenn eben keine Bäume davor sind, nicht da ist. Und dadurch wirkt die Sonne ziemlich unharmonisch irgendwie. So unrund, so zerhackt. Das ist auch bei Makrofotos manchmal das Problem, wenn man irgendwie Orchideen oder so fotografiert und die Sonne hinten dran hat, aber dann zu viel Wiese oder so drin ist, zwischen Orchidee und Sonne. Dann sieht es auch so aus und ich mag es eigentlich nicht wirklich. Aber abgesehen davon finde ich es ganz gelungen. Überraschenderweise jetzt im Nachhinein, weil vor Ort habe ich so gedacht, naja, schauen wir mal. Dramaturgisch ist es vielleicht jetzt nicht so ganz optimal, weil gleich als zweites mein Lieblingsfoto. Naja, jedenfalls, es ist eindeutig mein Lieblingsbild von dem Morgen. Ich finde hier die Stimmung perfekt irgendwie mit dem reif überzogenen Gras, mit dem Reif, der auch noch an den Ästen zu sehen ist, wenn man genau hinschaut. Und ich finde vor allem die Farbkombination ziemlich cool mit dem restlichen bisschen Herbstlaub und der ansonsten sehr grauen, weißen, dunkelgrauen, wie auch immer, Umgebung. Das passt für mich einfach von den Farben her sehr gut und es ist auch vom Bildaufbau her gelungen, finde ich. Man hat irgendwie so einen Eindruck, als ob eigentlich alles genau an der Stelle wäre. Wer? Als ob alles genau an der Stelle ist, wo es sein soll. Also es wirkt einfach harmonisch, wenn ich es angucke und das freut mich. Und als kleiner Bonus, ich weiß nicht, ob das irgendwie gut oder schlecht ist, keine Ahnung, aber das Gesicht unten im Baum, das hat einfach auch was. Das ist mir ehrlich gesagt vor Ort gar nicht aufgefallen, das habe ich erst hinterher am Computer gemerkt. Jedenfalls, das Bild gefällt mir einfach gut. Und es ist einfach so eins, vor Ort war es ja sehr neblig, ich weiß, das hat man im Video gar nicht so gesehen, als ich das Bild gemacht habe. Aber genau als die Aufnahme entstanden ist, war es sehr, sehr neblig. Also ich habe das auch ganz schön bearbeiten müssen, damit der Baum überhaupt einigermaßen kontrastreich rauskommt. Aber ich finde, bei dem Ergebnis ist es durchaus mal angebracht. Gefällt mir echt. Also mit dem Bild bin ich richtig zufrieden. Das dritte Bild hier war ja wohl so ein bisschen der Favorit von euch, wenn ich die Kommentare richtig in Erinnerung habe. Es kam jedenfalls allgemein wohl mit am besten an. Was ich auch voll verstehen kann, weil es gefällt mir auch ziemlich gut. Und das liegt nicht nur an Farben, weil die finde ich richtig angenehm. Das habe ich ja auch schon vor Ort gesagt, dass das einfach eine coole Mischung ist mit diesem bisschen grün und bisschen braun und insgesamt sehr entsättigt, aber trotzdem sehr natürlich wirkend. Irgendwie wirkt es einfach harmonisch. Zusätzlich gefallen mir hier aber auch die vielen Details, die man an den Bäumen erkennen kann und dass das einfach so viel ist, was man entdecken kann. Da sind irgendwelche Bäume mit abgeplatzter Rinde, dann ist irgendwie zwischendurch hübsche Wiese, dann ist weniger hübsche Wiese, dann liegen irgendwo Äste am Boden, aber es wirkt alles nicht chaotisch, also auf mich zumindest. Und der Efeu hat es mir halt vor allem angetan. Ich finde es auch sehr hübsch, wie da rechts an dem großen Baum da diese Ranke hochgeht. Es hat einfach was. Das Einzige, was ich mir im Nachhinein hier gewünscht hätte, wäre, dass ich noch ein bisschen mehr Nebel gehabt hätte. Also nicht ein bisschen mehr Nebel, ein bisschen länger Nebel gehabt hätte, um noch ein paar andere Perspektiven auszuprobieren. Ich habe ja im Video gezeigt, dass da rechts so viel leerer Raum war. Und ich hätte ja auch vielleicht einfach ein bisschen die Perspektive ändern können, indem ich mich ein bisschen nach rechts bewege und den Baum rechts am Rand dadurch vielleicht ein bisschen weiter nach links kriege. Aber kurz danach war der Nebel an der Stelle dann komplett weg und das sah dann irgendwie nach nichts mehr aus. Finde ich jetzt etwas schade, aber ich könnte mir vorstellen, dass es dort noch öfter die Gelegenheit gibt, so ein Foto zu machen. Ich bin auch so ein kleines bisschen gespannt, wie das im Frühling wirken könnte oder wirken wird, falls es mal Nebel hat.
Ist jedenfalls ein Motiv bzw. ein Gebiet, das ich mir auf jeden Fall merken wird für die nächste Zeit. Und damit zum Diskussionsfoto. Ich habe die Kommentare, die ihr geschrieben habt, ein bisschen gruppiert, dass ich nicht irgendwie mich wiederhole, weil es war, glaube ich, ein Punkt, der doch irgendwie vielen so ein bisschen störend aufgefallen ist oder zumindest auffällig war. Und das ist die Farbe. Ich fange einfach mal an mit ein paar von den Kommentaren. Bild 3 ist gut, jedoch ein wenig viel blau im Nebel. Ich finde auch, dass beim dritten Bild unnatürlich blau ist. Auch wenn man das zur angekündigten Besprechung bearbeitete Foto im Hintergrund zu unnatürlich blau wirkt. Okay, ist wohl Geschmackssache. Und ja, ich meine, ich kann da jetzt nicht sagen, dass es nicht sehr bläulich wirkt. Das Lustige ist aber, und ich habe hier deswegen auch einfach mal die unbearbeiteten RAW-Dateien als Vergleich hier, das war schon einfach so blau, zumindest mit dem Weißabgleich, den ich gewählt habe. Ich gehe davon aus, dass es auf Sonic war, weil ich normalerweise immer Sonic wähle. Also es ist schon durchaus nicht komplett unrealistisch gewesen. Ich habe das Foto auch gar nicht so arg bearbeitet an sich. Es ist im Endeffekt auf eine Kontrastverstärkung rausgelaufen. Wenn ich allerdings den Weißabgleich auf bewölkt gestellt hätte, dann hätte es gleich wieder ein bisschen anders aussehen. Hier auch einfach die RAW-Datei ohne Bearbeitung jetzt mit einem anderen Weißabgleich halt. Wobei ich sagen muss, dass der bewölkte Weißabgleich das irgendwie sehr dreckig macht. Also so sah es ja ungefähr, glaube ich, auch im Video aus, wenn ich mich richtig erinnere. Die Realität war aber schon eher so, wie es auf dem Foto mit dem Weißabgleich in Richtung Sonic aussah. Meine Bearbeitung ist natürlich dann schon so ein bisschen gesättigter, das kommt allein durch die Kontrastverstärkung, aber es ist vom Eindruck her zumindest nicht ganz unrealistisch, fand ich zumindest. Ich kann aber verstehen, dass es auf Leute, die jetzt das einfach so sehen, ohne vor Ort gewesen zu sein, schon ein bisschen extrem blau wirkt. Und ja, durch die Bearbeitung ist es ja auch eindeutig gesättigter geworden. Also ich verstehe den Einwand absolut. Ein anderer Kommentar geht auch so ein bisschen in die Richtung, beim Sonntagsbild hätte ich den Nebel wahrscheinlich mit einem deutlich helleren Blauton entwickelt. So ist das doch etwas düster und horrorlastig, aber das ist ja wie immer Geschmackssache. Das heißt quasi so vielleicht direkt einfach lassen, ein bisschen wie es aus der Kamera rauskam. Es ist halt irgendwie so eine schwierige Sache gewesen auch ein bisschen, weil einerseits hat mir es in hell schon auch gefallen, aber es war irgendwie flau und meine Bearbeitung war dann eher in die Richtung, ja, ich will die beiden Hauptfarben einfach zeigen. Und ja, ich weiß nicht, es ist zugegebenermaßen, glaube ich, nicht so ganz gelungen. Ich finde inzwischen auch, dass das ein bisschen, ja, der Kontrast, so schön er jetzt sein mag mit den beiden Farben da, mit dem Blau und dem Rot, es ist auch ein bisschen viel Kontrast vielleicht fast und es wirkt deswegen auch nicht so ruhig, wie es mir vor Ort vorgekommen ist. Machen wir einfach mal im nächsten Kommentar weiter. Ich muss gestehen, dass das von dir gewählte Foto nicht mein Favorit des heutigen Beitrags ist. Kein Problem, ist meins auch nicht. Für mich wirken die warmen Abschnitte des Bildes zu sehr von den kalten Abschnitten nach unten gedrückt. In der oberen Hälfte passiert einfach nichts mehr. Und dies trotz Einhaltung der Drittelregel. Ja, weiß nicht. Ich finde es für den Bildaufbau jetzt an sich nicht so schlimm. Und ich weiß nicht, ich finde es auch nicht tragisch, wenn irgendwie viel vom Foto an sich jetzt nicht unbedingt einen Inhalt hat, der sich von dem unterscheidet, was knapp darunter ist. Also, dass da jetzt oben auch überall Wald ist, der irgendwie halt auch in der gleichen Art ist und einfach so weitergeht, das finde ich an sich gar nicht so störend. Ich verstehe allerdings, was du meinst mit nach unten gedrückt. Es wirkt ein bisschen erdrückend insgesamt, glaube ich, auch einfach durch dieses kontrastreiche, dunkle Blau. Also vielleicht ist gar nicht das Schuld, dass da oben so viel Platz noch irgendwie ist, der auch einfach Wald zeigt, in der gleichen Art wie darunter, sondern wie es aussieht, falls das irgendwie jetzt nachvollziehbar war. War vielleicht ein bisschen chaotisch versucht zu erklären, aber ja, weiß nicht. Der nächste Kommentar. Schön, dass du genau das Bild zur Diskussion stellst, was mich sofort angesprochen hat. Der Farbkontrast ist stark. Hast du mal probiert, etwas reinzukroppen, um das Zweiggewusel links am Rand in halber Höhe zu eliminieren? Und auch gleich einen Panoramazuschnitt von 1:2 oder 16:9 zu wählen, um oben etwas weniger zu zeigen. Ehrlich gesagt, nee, ich habe es nicht probiert, bevor ich deinen Kommentar gelesen habe. Was ich allerdings auch mir gedacht habe, ist, dass links dieses Aschgewusel, wie du es genannt hast, nee, Zweiggewusel, schönes Wort, also das Zweiggewusel jedenfalls, das ist mir dann irgendwann auch so ein bisschen störend irgendwie aufgefallen. Und es ist so ein Ding im Bild, wenn man einmal hingeschaut hat und es einem störend aufgefallen ist, kann man irgendwie gar nicht mehr wegschauen.
Also das ist schon so ein bisschen ein störendes Element im Foto, das ich, glaube ich, irgendwie ein bisschen mehr vom Rand weg hätte nehmen müssen. Oder halt gleich weglassen, wie du es vorschlägst. Und ich habe das jetzt ausprobiert mit dem Schnitt und ich muss zugeben, in 16 zu 9, wenn man es so beschneidet, dass das links mit dem Ast, nein, Zweiggewusel weg ist und dafür dann halt der nächste große Baum links den Abschluss nach links bildet, dann sieht es eigentlich auch gar nicht schlecht aus. Auch ohne einen Schnitt dann mit 16 zu 9, finde ich, aber ich finde es auch mit 16 zu 9 nicht schlecht. Also ist auf jeden Fall ein guter Vorschlag und keine Ahnung, ich war wohl vor Ort einfach nicht aufmerksam genug, was den linken Bereich mit dem Abschluss betrifft. Ich habe zu sehr darauf geachtet, dass die Baumstämme ungefähr im gleichen Abstand enden, aber nicht darauf geachtet, ob irgendwo noch so ein Zweiggewusel drin zu sehen ist. Also, guter Vorschlag. Danke für den Hinweis. Nächster Kommentar noch, der letzte. Zum speziellen Bild habe ich geteilte Meinungen. Auf der einen Seite gut gelungen, auch so die Farbkontraste mit dem blauen Nebel. Auf der anderen Seite wirkt es aber auch etwas künstlich, denn es sieht so aus, als wäre es zur blauen Stunde aufgenommen. Die Bäume hingegen wirken so, als wären sie noch etwas beleuchtet worden in einem neutraleren Licht. Nicht kühl, was ich dann zur blauen Stunde erwarten würde. Aber alles Geschmackssache. So wirkt es jedenfalls gefälliger, ist aber dann auch gleichzeitig weniger echt. Ja, das ist wieder das Thema mit dem Blauen halt. Und ich kann bloß zustimmen. Es sieht einfach unecht aus, auch wenn es nicht ganz so weit von der Wirklichkeit entfernt ist, wie man vielleicht auf den ersten Blick denken wird. Weil es war schon interessant, wie schnell sich die Stimmung geändert hat, wenn oben ein bisschen blauer Himmel durchkam. Jedenfalls festzuhalten ist, die Farben sind ungewöhnlich. Ich glaube, so könnte man es neutral formulieren. Und was mich betrifft, ich finde es interessant, dass ich bei dem Foto vor Ort echt gedacht habe, boah, das sieht cool aus, das ist ein Foto wert, das wird auf jeden Fall ein Bild, das mir gut gefällt. Und hinterher, als ich es dann am PC angeguckt habe und angefangen habe, so ein bisschen rumzuwursteln in der Bearbeitung, habe ich mich gefragt, wieso genau jetzt mein Eindruck vor Ort sich so arg von dem unterscheidet, wie es hinterher dann aussieht. Das habe ich auch noch nicht allzu oft gehabt, ehrlich gesagt. Naja. Jedenfalls von den Fotos, die ich am Mittwoch gemacht habe, am letzten, beziehungsweise die im letzten Video zu sehen waren, ist das eindeutig das, das mir am wenigsten gefällt, obwohl ich vor Ort gedacht habe, dass es das, das mir am besten gefallen wird hinterher. Ist echt interessant. Und das war's dann auch schon für heute. Ich hatte den Eindruck, ich war heute recht gnädig zu mir. Vielleicht war ich sogar ein bisschen unkritisch, keine Ahnung. Vielleicht haben mir die Fotos aber auch einfach gefallen, zum Großteil. Nicht alle, hat man ja gemerkt. Jedenfalls vielen Dank nochmal für eure Beiträge. Ich bin auch weiter interessiert daran, wenn ihr hier jetzt noch was zu meinen Gedanken zu den Fotos schreiben wollt. Immer her damit. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns hoffentlich nächsten Mittwoch wieder. Ich habe schon eine Idee, was ich machen könnte. Das hat hier mit einer neuen Kamera zu tun. Neu. Jedenfalls mal schauen. Kommt aufs Wetter an. Also, bis dahin und jetzt tschüss.